Chimgim Dongin gehörte zum Besitz des Königshauses Joseon und ist heute ausgestellt im Nationalen Palastmuseum. Dabei handelt es sich um Akupunktur-Testzubehör der königlichen Klinik während der Joseon-Dynastie. Mit einem Stich an der richtigen Stelle flossen Bienenwachs oder Quecksilber aus dem Gegenstand. Die äußere Form unterschied sich klar von der Kupferpuppe, die damals in China verwendet wurde. Akupunkturstellen und Puls wurden gemeinsam dargestellt. Muskeln, Knochen und Sehnen wurden realistisch bezeichnet. Daraus kann man den überragenden medizinischen Standard Joseons im 17. Jahrhundert bemessen. Traditionelle koreanische Medizin. Wer krank wird, sucht immer Medizin aus China, die schwer zu finden ist. Da die Arzneimittel oft andere Namen haben als in China, klagen selbst praktizierende Mediziner über die Unvollständigkeit. Auszug aus den Annalen der Joseon-Dynastie. Seit den Anfängen Joseons gab es viele Versuche, medizinische Techniken zu entwickeln, die zu unseren Bedingungen passen. Hyangyakjip Songbang war ein medizinisches Buch, das im 15. passend zum Klima in Joseon veröffentlicht wurde. Uibang Yuchi war eine Enzyklopädie, die alle medizinischen Schriften der damaligen Zeit auflistete. Aber trotz der vielen Bemühungen konnte sich die Medizin Joseons nicht vom Einfluss Chinas lösen und verzweifelte daran, dass alle medizinischen Schriften unterschiedliche Arzneimittel verschrieben. Als der Imjin-Krieg 1592 ausbrach, starben unzählige Bürger im zerstörten Joseon und die wenigen Bücher zur Medizin, die es gegeben hatte, waren verloren. Im Jahr 1596 nahm sich König Sonjo vor, alle medizinischen Bücher Chinas zu sammeln und an die Umstände in Joseon anzupassen. Für dieses Vorhaben rekrutierte er 6 der besten Mediziner seiner Zeit. Jedoch scheiterte das Projekt an einer weiteren japanischen Invasion, Chongnyu Jeran. Allein Hojun, der herausragendste Mediziner Joseons, blieb zurück und investierte 14 Jahre, um die medizinischen Schriften zu sammeln. Hojun, der königliche Arzt Sonjos, hatte überragende Fähigkeiten als Arzt und war der beste medizinische Wissenschaftler seiner Zeit. Er verifizierte das bereits 500 Bücher umfassende medizinische Archiv, dokumentierte akribisch Informationen über bürgerliche Heilverfahren, die in den unterschiedlichen Regionen Joseons praktiziert wurden, und stellte 1610 das beste Medizinbuch des mittelalterlichen Asiens zusammen, bestehend aus 25 Bänden. Eine Enzyklopädie der traditionellen koreanischen Medizin, Dongi Bogam, Nationalschatz Nummer 319. Unter allen alten und modernen Schriften der Medizin ist keines vergleichbar mit Yang Pyeonggun Hojuns Dongi Bogam, das wahrhaft angepasst ist an unser Land. Auszug aus Hongjae Jeonseo. Dongi Bogam, welches sich auf das gesunde Leben des Menschen konzentrierte, hat zahllose Menschen gerettet. Einen bemerkenswerten Fortschritt für die traditionelle Medizin Joseons ermöglicht und als medizinisches Lehrbuch große Beliebtheit unter Koreanern, Chinesen und Japanern erlangt. Am 31. Juli 2009 wurde Dongi Bogam als erstes medizinisches Buch als UNESCO-Weltkulturerbe registriert. Es wird hochgeschätzt für seine Wirksamkeit in der präventiven Medizin und für seine Bedeutung im öffentlichen Gesundheitswesen. Des Weiteren wurde das Leben Hojuns, der das Dongi Bogam zusammenstellte, in zahlreichen Serien verfilmt, die sich im Inland wie im Ausland großer Beliebtheit erfreuen. Die heutige Medizin hat sich durch das Verschmelzen der Tradition des Dongi Bogams mit modernster Medizintechnik in wissenschaftlicher Hinsicht noch viel weiterentwickelt. Wodurch sich das Dongi Bogam seinen Platz als verlässlicher Partner im Schutz der Gesundheit weiterhin sichert. Das Lied symbolisiert in geheimnisvoller Atmosphäre die Ideologie der naturgesetzlichen traditionellen koreanischen Medizin.